Kärtchen, ihr Lieben. So, weiter geht's. Wahrscheinlich werdet ihr die Legung dann bestimmt erst... Oh, kann mir mal jemand einen neuen Stuhl kaufen? Sonst lasse ich mir Motor anbauen. Ich muss auch hier wieder sagen, die Geräusche sind nicht natürlich. Wenn ich natürlich gesagt hätte, dann wäre es ein bisschen komisch gewesen. Ja, ihr Lieben, falls es euch aufgefallen ist, mein Video, wo ich auf das eine Kommentar eingegangen bin, ihr habt recht, ja? Ihr habt recht. Ich hätte darauf nicht eingehen müssen. Ich bin aber darauf eingegangen, weil ich mir Gedanken gemacht habe, dass vielleicht noch andere Menschen so denken und sich angegriffen fühlen. Kann gut sein, dass ich vielleicht so ein bisschen zurückrudern muss in die Auslage, wenn ich allgemein lege. Ja, dann werde ich Krankheitsgeschichten, das, was ich reinbekomme, versuchen zu blocken. Wird wahrscheinlich dann aber auch sehr blockend rüberkommen, sage ich euch gleich, weil das, was raus will, muss ich dann natürlich so schnell wie möglich verpacken, verarbeiten und da sind dann diese Stops einfach drin. Ich habe es jetzt so lange drin gelassen, weil ich mich einfach vergewissern wollte, sind da noch mehr Menschen? Eine Süße war noch bei, völlig reflektierend, ja, wo ich absolut verstanden habe, dass sie da oft zu knabbern hat, wenn man ihr die Dinge sagt und sie hat auch wirklich eine Krankheit. Und da bedanke ich mich von Herzen, dass man da so offen und ehrlich wirklich in den Kommentaren kommentiert. Weil eigentlich finde ich die Funktion wirklich schön, dass man sich untereinander helfen kann. Als ich gesehen habe, dass es dann schon wieder weiterging mit, ich erwähne den Namen jetzt gar nicht mehr, weil sowieso alles ist falsch, was ich sage, ja. Wäre ich wütender gewesen, dann hätte man mir unterstellt, du kannst keine Kritik ab. Ihr habt es ja auch eigentlich runtergeschrieben. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ausfallend wurde. Aber es war auch nicht recht. Man kann es auch niemandem recht machen, ja. Ich wollte nur für mich wissen, das war der Hauptpunkt, wenn jemand noch so denkt über meine Legung, dass ich hier irgendwie empathielos wäre oder so ein Quatsch, ja. Dann hätte mich das natürlich gefreut, wenn so einige noch dazugestoßen wären. Aber es war nicht der Fall. So. Einzige Möglichkeit, da es jetzt schon wieder weiterging unter dem Video und wobei mir ganz vorbei war, sage ich euch ganz ehrlich, na, dass du drei Kinder hast, kann ja jeder behaupten. Also, ja genau. Also, eigentlich habe ich auch zwei Pferde hier in der Bude zu stehen, ja. War noch irgendwas? Nö. Wie immer, Startsignal. Ah doch, ich habe eine neue Kerze. Ich war noch bei Kaufland und habe mir eine Kerze mitgenommen. Soll jetzt kein Haul werden wie auf meinen anderen Kanälen. Da sieht man übrigens auch meine Kinder, ja. Aber ich muss es hier niemandem beweisen, dass ich drei Kinder habe, um Gottes Willen. Ist so uneinsichtig und wir stempeln das ganze Ding jetzt wirklich ab als uneinsichtig. Da wird irgendwas sein, aber damit habe ich nichts zu tun. Aber ich werde wahrscheinlich wirklich in Zukunft mir dann die Arbeit machen müssen, alle Kommentare zu überprüfen. Wenn man sich eh nur angeblich missversteht in den Texten. Ich weiß zwar nicht, was man da missverstanden hat, ob man sich ein Ding durch die Nase snieft, ja. Aber egal, ist jetzt egal. Wir gehen jetzt weiter. Hier, Marzipantorte. Falls jemand Marzipan mag, ich würde, die meisten scheiden ja und denken so, sag mal, auf welchem Kanal bin ich jetzt? Tut mir leid, ich wollte einfach nur gucken, ob diese Kerze duftet. Das war jetzt eigentlich der Grund. Und die gibt's bei Kaufland. So, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. So, hier kann ich es aber schön testen und dann gehen wir rein. Auch hier wieder, ihr Lieben, Positives wie Negatives bitte in diesem Video drin lassen. Ansonsten das Video verlassen. Ihr wisst, alles, was hier rauskommt, ist von Anfang bis Ende schon fast gesteuert. Sagt man das so? Gesteuert? Weil ich mich konzentriere, ja, weil ich die Karten auslese. Auch dafür gibt es keine Erklärung, ihr Lieben. Lasst euch drauf ein. Und wenn ihr merkt, das tut euch wirklich nicht gut, dann verstehe ich es vollkommen, wenn ihr euch getriggert fühlt und sagt zu Bonnie, die Tante hat ja ein Ding an der Nuss, ja. Das fühlt sich gerade schwer an. Lieber rausgehen. Wirklich lieber rausgehen und nicht auf mich böse sein. So, wollen wir mit deinem Gegenüber heute starten, falls du ein Gegenüber hast. Die meisten wollen es immer gerne wissen. Oder für eine kommende Situation. Oder du hast eventuell jemanden frisch kennengelernt, den du aber schon so ein bisschen einschätzen kannst anhand Schriftarten, Dialogen, irgendwie sowas. Da muss schon irgendwas Festes vorhanden sein für diese Legung hier. Und wenn man jetzt ganz Single ist, dann kommt die Legung für dich am Ende. Jetzt fangen wir mal mit deinem Gegenüber an, ja? Sonst fange ich ja immer
mit euch an. So, gucken wir mal, was rausfällt. Ich schummel auch nicht, versprochen. Man kann aber auch diese dummen Spitzen dann nicht lassen. Das ist wirklich typisch Steinbock. Immer noch eine Provokation rausböllern, bis zum geht nicht mehr. Wartet. Dein Gegenüber kriegt die Gnadenkarte Heiligkeit. Naja, ist ja bald Heiligabend, ne? Kann er mal überlegen hier, oder sie. Es ist nicht nur Mann, ja? Es kann sich hier auch um eine Frau handeln. Und auch hier könnt ihr euch angesprochen fühlen. Ihr müsst da wirklich sehr feinfühlig drauf achten. Das ist nicht so, dass ich in der zweiten Legung wie sonst oder für diese Person jetzt äußerst negativ spreche. Ich mache das so, wie die Karten fallen. Und oftmals fallen sie Schwäche, Stärke, genauso wie ich es reinbekomme und sage. Und jetzt, um das mal zu zeigen, ob ihr gut wegkommt oder der andere, lege ich mit deinem Gegenüber mal zuerst, ne? Gnade. Heiligkeit. Klingt auch nach so einer leichten kleinen Bereinigung, die derjenige vorhat. So, dann haben wir hier von deinem Gegenüber Erfolg. Ist eine Gabe, also scheint wirklich Mensch zu sein, der jeder einzelne von euch weiß, was euer Gegenüber konnte oder auf was ihr extrem stolz wart oder wo ihr wisst, ja, sehr intelligenter Mensch oder Beruf lief alles gut oder Beruf lief nicht so gut, weil, ja, das blockt mich, wenn ich es nicht sagen darf, eine Krankheit dahinter steckte oder weil man vielleicht auch sein Talent überhaupt nicht gesehen hat oder andere Sachen einfach dazwischen kamen, die jemanden hier frustriert haben könnten. Das kann auch sein, ja, dass man hier frustriert war, weil man eben nicht seinen Traumjob hier hatte. Aber wenn es andersrum auch passt, dann liegt hier jemand, der wirklich eine Gabe hat, eine Erfolgsleiter hochzuklettern oder es sogar geschafft hat. So, wir haben hier die Unabhängigkeit in der Beziehung. Das ist demjenigen am wichtigsten gewesen. Und ihr müsst jetzt gucken, inwieweit war das für euch vielleicht ein Problem. Manchmal denkt man, dass man ungewollt ist, wenn man hier in die Unabhängigkeit geht. Das ist eine Beziehungskarte. Demjenigen war auch hier diese Freiheit wichtig. Und vielleicht wart ihr in diesem Prozess noch nicht so ganz drin, die Gedankengänge von eurem Gegenüber oder von deinem Gegenüber zu verstehen. Hast dich vielleicht oftmals gefragt, was soll der Quatsch? Ja, ich bin da und du nimmst dir nicht die Zeit für mich. Vielleicht hast du auch gedacht, naja, wenn du keine Zeit hast für mich, wozu bin ich da? All sowas, ja, weil du das Modell vielleicht auch nicht kanntest. Aber hier liegt jemand, der wollte auch finanziell, hier würden jetzt alle rausfallen und ich bin ja so ehrlich, dass ich euch hier gleich so befreie davon, dass ihr wirklich hier nicht weiterguckt, wenn hier jemand war, der euch ausgenommen hat. Also Unabhängigkeit ist wirklich für mich jemand, der auf eigenen Beinen stehen kann, könnte und deswegen auch sehr frei in diesem Handeln war, ja. Hier hatte man nicht so unbedingt die Angst, den Schritt aus der Beziehung zu machen und deswegen hat man vielleicht auch sehr übergriffig oftmals reagiert, wo ihr gedacht habt, in eurem Mangel, der dann später kam, scheiße, was macht der mit mir, ja? Also warum kann der auf mich verzichten? Ihr habt vielleicht wirklich von eurem Gegenüber eine sehr starke Emotion schon rüber transportiert bekommen. Hier ist jemand total unabhängig, ja? Und ihr wart wahrscheinlich noch abhängiger. Aber das gucken wir. Das ist eher nur so meine Vermutung jetzt in diesem Teil. So, jetzt gehen wir mal bei euch rein, damit wir euch gleich oder dich gegenüberstellen. Das mache ich ja auch mal so und mal so. Was haben wir bei dir? Hier gibt es bei den Karten momentan keine Stärke oder Schwäche. Ich lese das einfach so raus, wie ich das reinbekomme. Ich hoffe, das ist dann so angenehm. Dann charakterisieren wir dich mal, ob das stimmt. Und du guckst natürlich, ob es so war, wo du dein Gegenüber kennengelernt hast oder ob du dich in diese Richtung hier jetzt entwickelt hast. Das ist auch wichtig für die Legung, damit du dich hier im Faden nicht verlierst, ja? Wir haben hier ein höheres Bewusstsein. Das, glaube ich, machst du jetzt gerade durch. Ein höheres Bewusstsein könnte man natürlich auch in einer Beziehung erlernen, aber da sind, glaube ich, zu viele Störfaktoren, wenn man sehr viel Probleme zum Beispiel hat oder sich auch liebt und es
wird genossen, ja, da bleibt keine Zeit. Natürlich könnte man da ins höhere Bewusstsein rein, aber ich glaube, das gilt jetzt aktuell für dich hier, dass du dich im höheren Bewusstsein befindest, um deine Antworten selbst zu holen, die dir fehlen. Wir haben hier eine Verbindung und ja, wäre auch jetzt aktuell, vielleicht auch schon davor, die Verbindung gestört, eine Heilung. Jetzt musst du mal gucken, ob du vielleicht in diese Beziehung auch schon in Anführungsstrichen in Mitleidenschaft gezogen wurdest von Vorbeziehungen, wo du einfach auch mit der Bindung schon vorneweg ein Problem hattest, ja? Und eben das Kaliber in Anführungsstrichen stark unabhängig bei dir auftrat und du eine Faszination da gesehen hast mit diesen neuen Dingen, die dir dein Gegenüber vorgelebt hat, hast du dich vielleicht doch manchmal auch so ein bisschen ja, unter Wert gesehen, gefühlt, was man, ich weiß es noch nicht, was die Absicht hier war, was man aber, wenn man eine Unabhängigkeit möchte, und die sehe ich jetzt mal im gesunden Rahmen hier, dann kann das auch ganz schön wehtun, weil man überhaupt nicht dahin denkt, was dieser Mensch eigentlich wirklich möchte. Eine Freiheit und vielleicht eine Bindung. Aber alles wird ja natürlich nicht gestimmt haben, weil wir haben hier eine Gnadenkarte mit der Heiligkeit, ja? Also bitte nicht falsch verstehen. Irgendein Bindungsproblem gab es bei euch oder lag schon vorher bei dir, sodass du schon ganz falsch in die Beziehung reingeschmissen wurdest oder einfach auf diesen Menschen getroffen bist. So, das Unbewusste ist bei dir das Schattige und das würde ich tatsächlich zu der Verbindung sagen, ja? Dieses Problem, diese Heilung, das ist so dein schattiges Erlebnis. Ob jetzt daraus schließend von der letzten Beziehung oder auch so, dass du immer mit Bindung, Verbindung generell auch ein bisschen zu tun hattest. Da musst du mal gucken, welche, was war da los, ja? Ich will nicht sagen, welche Lücken, aber eigentlich glaube ich, dass sich hier ein Muster wiederholt hat, was du vorher schon ausgelebt hast. Hier war wieder jemand, der hat dich rausgeholt, war aber vielleicht von der Steigerung nochmal ein Zacken schärfer. In der Faszination mit allen positiven und für dich negativ behafteten Charakterzügen, die du oftmals vielleicht auch nicht so an dich ranlassen wolltest. Aber hier ist so wirklich diese Unabhängigkeit so stark mit dem Erfolg. Wenn man sich die Karten einfach mal so anguckt, dann ist das schon so eine geballte Zweierpower, die wirklich nur Leute akzeptieren, wenn man selbst ein Freiheitsmensch ist und versteht, sich nicht abhängig zu machen in einer Beziehung. Ja, aber ihr werdet wahrscheinlich hier jemanden abgöttisch geliebt haben. Für euch ist vielleicht das Wort abhängig auch wieder bedingungslos gewesen. Was, wo ihr einfach drin wart, wo ihr nicht gemerkt habt, Mann, ich wollte mich einfach so geben, wie ich bin, ja, habe alles gegeben, bedingungslos. Und du hast dich schleichend in diesen Abhängigkeitsprozess begeben. Und hier liegt nun jemand, der trotzdem noch seine Freiheit brauchte, vielleicht auch im Rahmen von Arbeitszeiten, Schichten, Zeit für sich alleine brauchte, um näher an deine Person oder Situation ranzukommen. Müsst ihr alles mal gucken, wie das hier war. So, wir gehen mal in den aktuellen schwachen Zustand rein im Kopf, was hier liegen könnte bei deinem Gegenüber, wenn es sich um diese Person in der Charakteristik, Mensch, ein freies Reden wäre auch mal schön, handelt. Wenn du dir sagst, ja, kommt mir bekannt vor. So, zwei, glaube ich, sind draußen bei deinem Gegenüber. Bei dir sind es auch zwei. Oh, zwei, zwei. Bei deinem Gegenüber haben wir fünf, ach Quatsch, sechs der Münzen und wir haben die Königin der Kelche. Wir machen die Legung, dass du das bist. Schwäche. Schwäche für alles, was äußerlich sehr schön ist. Ja, ich sage das jetzt mal so. Wir sind hier in der aktuellen Energie. Dein Gegenüber hat auch vielleicht ein Talent, sehr ansehnliche Frauen zu sich zu ziehen. Das sind so die schwächeren Züge, die deinem Gegenüber oder deinem Gegenüber in den Schoß fallen, ja? Ich weiß nicht, warum ich das so sage. Hier
Hier hat jemand einfach die Show oder die Gabe, auch wieder die Gabe, jemanden von sich zu überzeugen. Und hier muss es irgendwie Disbalancen gegeben haben, die man mit dir hier trotzdem geschafft hat, zu bereinigen, dass ihr überhaupt hier in die Verbindung oder in den Kontakt starten konntet. Das lese ich so raus. Das ist aber so dieses nicht widerstehen können oder ihr konntet nicht widerstehen. So, deswegen auch auf der Schwächeseite jetzt gerade. Bei euch haben wir die Königin der Stäbe und wir haben 10 der Stäbe. Für mich, ihr wart hier wirklich abhängig, wenn man sich die beiden anguckt, die sind auch zusammen rausgefallen. In der Schwächesituation, die ich gerade auslese, da wurde euch einfach der Stab hier entzogen von deinem Gegenüber, dieses Machtvolle. Wirklich diese machtvolle Seite, die du besitzt, die immer noch da ist, nur wahrscheinlich ruht und schlummert oder du hast keine Kraft mehr, die Stärke rauszuholen. Du hast hier gemacht, getan, dich geopfert, dich gezeigt und man hat dir das genommen. Beziehungsweise man könnte es auch sagen, Achtung, du hast es dir selber genommen, dir nehmen lassen. Hier liegt jemand, der hat es geschafft, dich wirklich zu berauben. Und so komisch, wie das jetzt vielleicht für den einen oder anderen klingt, ist hier wirklich von deiner Seite sehr viel Drama im Vorfeld an Angst bei dir im Inneren schon abgelaufen, ohne dass es hier vielleicht dafür bei deinem Gegenüber sichtbare Gründe gab, aber du hast hier irgendwas gespürt, gespürt. Hast du irgendwas gespürt? Du hast irgendwas gespürt bei deinem Gegenüber. Und das sind so diese Sachen, wenn die Impulse für dich so waren, dann wird es wahrscheinlich hinten raus irgendwas gegeben haben, was dazu geführt hat. Hier liegt für mich heute wirklich ein sehr machtvoller Mensch. Jemand, der es wirklich mit so einem Trick 17 Unabhängigkeit verkörpern geschafft hat, dich ranzubinden. Funktioniert eigentlich auch ganz gut in der Psychologie, ja? Mit Unabhängigkeit zieht man den Menschen ran, weil bei dir liegt ja wirklich im Unbewussten das Schattige und die Verbindung als Heilungskarte. Also irgendwas musst du leider hier mit reingebracht haben, wo du felsenfest davon überzeugt warst, um diesen Menschen, um dein Gegenüber hattest du eine große Angst, diesen Menschen irgendwann nicht mehr an deiner Seite zu haben. Und ich meine jetzt nicht Angst. Ich will mir auch nicht vorstellen, dass mein Partner nicht mehr an der Seite ist. Manchmal könnte ich darauf gut verzichten. Das war ein Spaß, Mausi, falls du zuguckst. Aber ihr kennt, der Mann war jetzt wieder ein Spaß. Ja, Joke, nöp, muss ich noch Konfetti rausholen hier. Er versteht mich ja, das ist die Hauptsache. Aber hier ist so, du hast dich nach dem Starken gesehnt und hier war ein absolut starker Mensch an deiner Seite, ob Mann oder Frau. Das ist das, was euch auseinanderhält. Unabhängig reingekommen und auch sehr lange so geblieben bei dir. Und du, diese Heilung, Bindung, das war dein Schatten, den du schon mit reingebracht hast. Da war schon irgendwas gebrochen in dir. Und du hast es dir einfach nehmen lassen, weil hier jemand liegt, der das ausbalancieren kann, ja, der dir auch sehr viel Angst genommen hat. Das werden ja immer schönere Töne hier bei mir. Hier hat dir jemand wirklich die Angst genommen und auch, oh, was passiert mit mir? Was passiert mit mir nach dem letzten Video? Ey, stellt euch mal vor, meine Stimme wäre weg. Dann wäre vorbei, dann hätte ich die Arschkarte. Aber hier wusste man, wie man das ausgleichen kann. Hier auch so ein selbstsicherer Typ Mensch liegt hier auf der ersten Seite. So, das war mit Schwächen verbunden. Hier sage ich mit Absicht Schwäche, weil das dieser Mensch weiß. Hier weiß dieser Mensch, wie es funktioniert, einen Menschen an sich zu binden und trotzdem zu verlangen, dass man hier die Abhängigkeit, dass man hier die Unabhängigkeit weiterhin möchte. Man geht hier aber in den, also diese Gnadenkarte, Heiligkeit, ist für mich auch so ein Anzeichen, dass hier trotzdem ein paar Sachen passiert sind, die eben nicht okay waren, wo es hier sein kann, dass du diese hier gemerkt hast, wo du hier wirklich
gedacht hast, bilde ich mir das ein? Oder hast du irgendwas empfunden, deine Impulse, irgendwas mitbekommen? Und das hat es dir letztendlich an Kraft genommen. Du bist nicht mehr aus der Verbindung rausgekommen, obwohl dir eventuell schon vorher zumute war, wo du gesagt hättest, das Ding möchte ich eigentlich beenden. Ja, jetzt gehen wir mal rein mit den Kipper in dieser machtvollen Person hier. Was sagt Kipper im Bereich Kopf? Oder ist ja Kopf, ja, aber die Schwäche, die ist ja eine Veränderung. Das hat dir Angst gemacht bei demjenigen. Und wenn man unabhängig ist, geht man sehr oft viele Veränderungen ein. Das wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein. Das ist das, was diesen Menschen auch ausmacht in der Schwäche. Ich erkläre euch das kurz wie. Ihr könnt gar nichts dafür, aber dieser Mensch brauchte Veränderung und deswegen auch die Unabhängigkeit zu sich selber. Eventuell war hier auch jemand, der nicht von sich selbst überzeugt war, sich festbinden zu können. Man hatte vielleicht eine Angst, mit dir zusammen kompakt zu werden, war vielleicht auch eine Zeit lang kompakt, hat dann aber gemerkt, oh, ist nicht so meins, ist nicht mein Modell. Und du hast gemerkt so, hey, wo will mein Gegenüber hin? Was soll das? Warum meldet man sich nicht mehr? Warum macht man jetzt andere Dinge ohne mich? Sowas, ja. Und hier brauchte man Veränderung, um diese Unabhängigkeit weiterhin auszuleben, damit dieser Mensch hier nicht in dieses Gefühl kommt, ich bin jetzt fest, Torschlusspanik, ja. Oder hier konnte man sich vielleicht auch schwer aus alten Mustern befreien, weil man hat gemacht, was einem hier lieb war. Und dazu könnte die Heiligkeitskarte auch mit der Gnade darstellen, also dass das wirklich bei deinem Gegenüber hier gang und gäbe war. Auch als Frau. Es gibt auch Frauen, ja, natürlich. Nicht denken, dass das hier bewusst dein Gegenüber immer ein Mann ist, aber ich weiß, dass ihr in der Mehrzahl als Frauen guckt. So, ja. Ist schwer, ne? Aber wenn es so sein sollte, dann war das die Angabe, wa danke, warum man einfach damit selbst ein Problem hatte, unabhängig zu wirken. Weil man hier die Veränderung brauchte, um wirklich für sich selbst zu wissen, ich bin hier nicht irgendwo gebunden. Man hat das schon fast nicht provisorisch, auch nicht provokativ, man hat das schon fast pro. Naja, im Programm eben gehabt, wollte ich zwar nicht sagen, dass man hier seine Angst nicht mitteilen muss. Ja, ich habe Angst vor einer Bindung, ich habe Angst vor einer Verantwortung. Man wollte dich nicht verlieren, hat sich aber trotzdem hier immer wieder eine Veränderung gewünscht und ist auch Veränderungen hier eingegangen, um zu sagen, ich bin aber trotzdem noch abhängig, unabhängig. Irgendwas wurde hier jemandem zu viel. Ja? Und bei dir haben wir Kummer, Widerwärtigkeiten. Ja, ist eigentlich der Ersatz für diese Karte. Da gibt es hier nichts Neues. Entschuldigt meine Hakenkralle mal wieder. Ich nehme jeden Scheiß hier in Kauf. Oh, einen Spagat konntest du auch ganz gut. Kummer und Widerwärtigkeiten, glaubt mir. Und das spiegelt das einfach hier vor. Du hast gelitten. Du hast schon ziemlich früh, glaube ich, gelitten. Ich weiß nicht, warum ich es sage. Für mich fängt das hier nicht mal in der Mitte an, sondern ziemlich früh, dass du hier Sorge haben musstest und dadurch, dass man das so gekonnt mit dir ausbalancieren konnte, ja, hast du dich immer wieder hier so in diesen Kreislauf befunden. Das hat früh angefangen oder vielleicht fandest du hier gewisse Sachen komisch und dann konnte hier aber dein Gegenüber oder dein gegenüberliegendes Fräulein das gekonnt ausrichten, dass du wieder völlig weg warst von diesem, ich will das doch nicht. Also es war immer wirklich hier. Ja, hier war wirklich eine Person stets in der Veränderung drin. Und entweder machst du das mit oder du gehst, weil du genau gemerkt hast, hier liegt jemand oder da ist jemand, der einfach unabhängig sein möchte. Und das war, glaube ich, dein Ziel. Das war die Arbeit dahin, zu verstehen, ich möchte diesen Menschen, wenn du ganz, ganz ehrlich zu dir bist, und ich wäre so ehrlich auch, jemanden abhängig zu machen. Nur versteht man dieses Wort nicht. Natürlich ist es schön, wenn man weiß, ohne jetzt auch das Grinsen, ja, wenn man weiß, dass jemand ohne einen nicht mehr möchte. Aber ich glaube, das darf man auch nicht in die Abhängigkeitssituation oder in dieses Abhängigkeits
Dinge jetzt hier reinmachen. Heute sind meine Wörter richtig schön. Das fühlt sich anders an. Das hat man vielleicht verwechselt. Du hast da schon ziemlich früh gemerkt, ich kriege nicht das, was ich brauche, ja, so eine Kälte vielleicht auch gegenüber dir entgegengebracht. Und du hast gedacht so, hä? Jetzt fängt es schon wieder an. Oder das Gefühl kenne ich, aber diesmal mache ich es anders. Irgendwie einfach dein Schatten war hier so ein bisschen das Problem, was du mit dir rumschleppst, ja? Und wenn du nicht weißt, worum es da zum Beispiel geht, sag mal, 26 Minuten rede ich für was denn? Für 5 Karten hier auf jeder Seite und eine Kippe? Hab ich so viel gequatscht, das tut mir leid, dass du dich hier wirklich reinfühlst in deine Schattenwelt. Bist du ganz frei, wirklich sehr ehrlich zu dir selber sein, bist du hier ganz frei in die Beziehung gegangen, ohne dass du jemandem nachgetrauert hast. Das ist auch schon mal so ein erstes Zeichen, ja. Man dürfte oder sollte keinem hinterher trauern, bloß weil dich eine andere Person fasziniert hat. Und oftmals ist es ja so. Und man nickt dann und sagt sich so, weil dieser Mensch hat es geschafft, dass ich eben nicht mehr da lang gucke. Und da könnte so ein Knackpunkt einfach für euch gewesen sein. Dich hat hier was fasziniert. Du wurdest auch wahrscheinlich wundervoll behandelt von deinem Gegenüber oder von deiner gegenüberliegenden Dame. Aber die Unabhängigkeit, die war hier sehr dominant in der Führung, ja? Also wirklich, du hast dir teilweise gedacht, ich kriege diesen Menschen gar nicht zum Halten. Und das wurde dir eben auch durch diese Veränderung, weil dieser Mensch das nicht fühlen wollte, so richtig wahrhaben wollte, hat man dir das auch mitgeteilt, ja? Und das löst einfach diese Heiligkeit mit der Gnadenkarte sozusagen im übertragenen Sinne weg, dass man hier schon einsehen muss, dein Gegenüber war nicht alles korrekt, was hier ablief. Zu oft abgestoßen, aber nicht mit dem Wort abstoßen oder geh oder hau ab, sondern man weiß sich schon ganz gut, wie man das Ganze auch so hin und her geschafft hat, ja? Irgendwie wusste man, dass du verfallen bist, dieser Person. Und man hat es hier auch genossen. Das ist jetzt nicht so, dass du hier irgendwie ein Spielball warst, aber derjenige hatte ebenfalls Angst. So, wir gehen mal rein in die Stärke. Hoppala. Hier wird vielleicht jemand erkennen, ob man sich der Heiligkeit mal annimmt und wirklich Sachen ausdiskutiert oder auch aus der Welt schafft für sich selber. Je nachdem, inwieweit ihr noch miteinander Kontakt habt oder wenn der Kontakt auseinander ist, muss man sich hier langsam mal entscheiden, was man möchte. Davor steht man. Damit hat man jetzt gerade zu tun oder wird in diese Situation oder in diese Energie jetzt reinkommen, wo man sich sagt, so geht es nicht weiter, ja? Ich kann ja nicht eine Unabhängigkeit leben. Eine Beziehung ist ja ein Zusammensein. Da hat man nun mal die eigenen Regeln zusammen, Kompromisse. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man eben auch nicht den anderen halten. Und hier wollte man auch irgendwie nicht auf dich verzichten, konnte man nicht. Hier war wahrscheinlich ein Hass irgendwann mal so groß, aber ihr beide seid hier nicht voneinander weggekommen. Es gab ja auch keine Chance, ziemlich schnell hier Schluss zu machen. Nur hier wird jemand bewusst oder jemandem bewusst, da muss jetzt eine Entscheidung her. So geht es nicht weiter. Warum fühlt man diese Abhängigkeit, wenn man eine Beziehung eingeht, ja? So, dann haben wir hier aufgearbeitet, werden hier auch die Blockaden, sowas in der Art, wie du im Unbewussten als Schattenenergie mit reingebracht hast. Hier weiß man oder wird man verstehen, wenn man hier an diesem Punkt ist, kann doch nicht sein. Ich möchte mich doch binden, aber warum kriege ich hier immer kalte Füße? Warum hau ich immer ab? Warum ist das so? Und man wird hier auf die Lösung kommen, dass man hier selber wahrscheinlich erstmal die Lösung gar nicht sieht, sondern merkt, irgendwie sind mir tatsächlich hier die Hände gebunden, ich sehe nichts, ich blicke nicht mehr durch, keine Klarsicht. Blockaden sind es, auf die man zutrifft. Und man wird sich hier Gedanken machen über das Ganze, wenn man sich die Linie der starken Seite jetzt angucken möchte. Hier will man auch erstmal seine Ruhe haben, eventuell mit niemandem so richtig was zu tun haben, nachdenken. Sieht vielleicht auch nicht das Wichtige. Vielleicht ist das sogar diese Auflösung, um zu erkennen, was soll hier eigentlich diese Unabhängigkeit in einer Beziehung?
Vielleicht war das auch immer dieses Modell, was einem jetzt klar wird, naja, klar, ich muss doch mal endlich das sehen, was ich habe und nicht wie Hans Kuck in die Luft. Das sage ich jetzt auch nicht, weil der nach oben guckt, aber ich sehe gerade, ist richtig passend. Einfach die Umwelt für die Veränderung immer mehr wahrnehmen. Das sollte jederjenige einfach mal akzeptieren, dass in der Beziehung natürlich der Partner erstmal in erster Stelle steht mit vorhandenen Kindern, wenn es welche gibt. Das ist so die Aufarbeitung, lernen, erkennen, entscheiden und sich von allem erstmal so ein bisschen abwenden, sortieren, was braucht man denn wirklich? Was habe ich hier nie angenommen? Was war das Wichtigste für mich, was du deinem Gegenüber gegeben hast? Und das wird alles aufgelistet oder das wird alles zusätzlich hinzukommt zur Bearbeitung für die Blockaden, wenn man sich hier entscheidet, mal wirklich einen neuen Weg zu gehen. Oder auch, wenn hier noch keine getroffene Entscheidung zwischen euch gefallen ist, dann macht man sich hier wirklich Gedanken, ja, wo geht's für mich hier lang? Es sei denn, du sagst von dir aus, nein, der kann bleiben, wo er ist, ja. Das geht hier wirklich nur um einen Menschen, dem bewusst wird, es war eine falsche Entscheidung von mir. Es waren viele falsche Entscheidungen von mir hier in unserer Beziehung, die für Veränderungen gesorgt haben, weil ich ja nicht still stehen wollte, weil ich unabhängig bleiben wollte. Hier hat man einfach auch komplett auf beiden Seiten verwechselt, was ist Abhängigkeit, was ist Unabhängigkeit, was ist eine Beziehung. Man geht ja eine Bindung ein. Das heißt ja nicht umsonst Bindung. Ansonsten könnte man ja wirklich eine On-Off Prognose hier stellen. Andernfalls, ohne da jetzt wieder irgendwie gegenzuschrubben, könnte hier eine Person liegen, die euch von vornherein klar gemacht hat, dass sie nicht möchte, ja, und dass sie abhängig bleiben, unabhängig bleiben möchte. Entschuldigung. Das kann auch sein, dass ihr gekämpft habt bis zum Umkippen. Kann nicht sein, lasse ich nicht zu, werde ich von mir überzeugen und dann hat es vielleicht geklappt und ihr wart in der Beziehung. Und daraus entstanden die Probleme. Das kann auch sein, aber dann kennt ihr auch eigentlich schon den Grundkern, dass man sich hier widersetzt hat und mit der Veränderung gar nicht so klar kam. Das wird hinten raus hier geklärt, mit einer Entscheidung. Egal, ob ihr von betroffen seid oder betroffen sein möchtet, wenn es euch beide noch geben könnte. Es kann aber auch sein, dass sich hier jemand selber endlich mal die Binden abnimmt, ja, und versteht, es liegt ja hier auch an mir und nicht nur an dir, falls du das oft gehört hast. Das ist hier so die Grundproblematik. Im guten Ausgang, aber das löst es, wenn man die Problematik hier einfach erkennt. Blockaden ist immer auch so ein bisschen schwer. Das geht nicht von heute auf morgen, wisst ihr ja alle. So, deine Stärken hier auf der Seite. Deine Stärken, mit denen du punkten kannst. Für dich selbst, um hier komplett abzuschließen, eine Chance zu geben oder wie auch immer, das ist auf deiner Seite. Aber abschließen ist, glaube ich, bei den meisten immer hoch im Kurs, ne? Weil was sollt ihr denn warten? Guckt mal, dann seht ihr bald so aus, ja? Seid der Schatten euer selbst. Das rate ich niemandem. Ihr habt euch hier schon genug aufgeopfert. Es scheint hier wirklich sehr viel Kummer und Widerwärtigkeiten gegeben zu haben, wie die Karten anzeigen. Und es liegt wirklich irgendwie in der Verbindung schon drin, dass ihr hier heilen müsst erstmal. Gar nicht so unbedingt. Ihr habt damit gar nichts zu tun, dass das alles so scheiße verlaufen ist. Ihr habt damit gar nichts zu tun. Es war wieder so ein schwer, ja, eigentlich wollte ich nicht. Und dann hat es wieder jemand geschafft. So, ja, so ein Ding war das. Und so richtig gesagt, geh hat man zu euch auch nicht, weil man auch nicht konnte. Aber man wollte auch nicht mit euch so eine richtige Bindung, Verbindung leben, ja? Und wenn es eine Bindung war oder eine Verbindung oder Beziehung, dann hat man die so gelebt, wo du dich dann gefragt hast, was ist das denn, ja? Das ist doch keine Beziehung. So nach dem Motto. Du bekommst Rat des Schicksals. Du hast jetzt hier gar nicht mehr zu entscheiden. Bei dir wird jetzt einfach getan. Rat des Schicksals. Hups, oh, ziemlich schnell. Oh, du erntest jetzt für deinen Lohn. Du erntest jetzt für deinen Lohn. Du erntest jetzt für deine Arbeit. Du kriegst den Lohn. Deine Ernte ist jetzt reif. Sagen wir es einfach so. Rat des Schicksals.
wird jetzt hier für dich so eine Energiewende übernehmen. Alles ist gut. Es sollte so sein, wie es eingetroffen ist. Du kennst die Gründe dafür. So stellvertretend bin ich mal dein Sprachrohr gerade fürs Rad des Schicksals. Und alles, was du aus dem Prozess, aus der Beziehung, aus Schlechtem wie Gutem in der Beziehung mitgenommen hast, wirst du jetzt profitieren für die Zukunft. Für die Vergangenheit wäre auch ein bisschen Quatsch, ne? Aber du wirst hier profitieren für die Zukunft. Du wirst hier lernen, deine Arbeit, deine Mühe einzuteilen und dich nicht nochmal zu verausgaben wie mit neun der Stäbe und dich als Königin der Stäbe in der Schwäche berauben zu lassen. Ach, zehn der Stäbe war das ja sogar. Bitte, nicht mehr berauben lassen. Du wirst jetzt hier ankommen. Du hast vielleicht kurz mal wirklich von der Stärke her gesehen, ich kann nicht mehr, ich breche zusammen. Das war aber deine Grenze, ja? Hier wird dir aufgezeigt und ab sofort kannst du die Situation noch besser einschätzen. Ab sofort weißt du für dich selbst, deine Impulse, die du bekommen hast in der Beziehung, sind vielleicht richtig. Und es ist richtig schön, mit 10 der Münzen wirst du hiervon absolut profitieren. In finanzieller Art und Weise wird sich hier irgendwas regeln, was auch immer. Vielleicht kommt irgendwas rein, vielleicht erwartet ihr irgendwas. Rat des Schicksals löst hier gerade so für dich ein bisschen den Krampf auf, ja? Vielleicht diesen Schatten, damit du hier ordentlicher durchblickst und es bleibt hier, wenn du es gut machst, eine Menge für dich übrig. Du kannst hier ansparen. Du kannst für dich hier wieder die Kräfte sammeln. In finanzieller Hinsicht kann es gut werden. Du kannst hier profitieren. Das, was du hier mitgenommen hast, ist für dich stellvertretend wirklich ein Profitieren aus allen möglichen Leitsituationen, auf die du gerne verzichtet hättest. Aber dafür sorgt jetzt das Rad des Schicksals. Hier wird nochmal durchgemischt. Ja, du bist jetzt am Zug. Du, das ist wirklich wie so eine. Und was hast du daraus gelernt? Aber nicht so aufnehmen wie, ja, selber schuld. Nee, es ist wirklich so. Und was hast du für dich daraus gelernt? War es das, was am Anfang rauskam? Hattest du es hier mit einem Blender zu tun, der sich nie binden wollte und du hast einfach aber auch nicht aufgegeben und hast dir Ziele gesteckt, die vielleicht von Anfang an hier nicht möglich gewesen wären? Bist du daran vielleicht zerbrochen? Oder war es wirklich jemand, der dir hier Sachen versprochen hat und gemerkt hat, eigentlich lebt hier jemand sein Single-Leben weiter, obwohl ihr eigentlich eine genannte Beziehung führt? Für dich war das aber keine Beziehung nach deinen Vorstellungen, muss man dazu sagen. Für diesen Menschen war es eine Beziehung nach seinen Vorstellungen, wollte auf jeden Fall nicht auf dich verzichten, hat wahrscheinlich auch immer so deine Sätze nie verstanden, wenn du irgendwie was erklärt haben wolltest. Da war dann hier dein Gegenüber so, ich weiß gar nicht, was du hast oder was soll ich denn noch tun, so nach dem Motto. Aber hier wollte man einfach eine Unabhängigkeit. Hier hat man generell, glaube ich, ein Beziehungsproblem, also habe ich ja schon gesagt, ein Bindungsproblem, Beziehungsproblem, wo man hier erstmal verstehen muss, was will ich überhaupt im Leben? Will ich jetzt frei sein? Single? Dann kann ich die Veränderung jeden Tag machen, so wie man sie bei dir vielleicht vorgelebt hat. Oder möchte ich die Bindung? Da ist man gerade blockiert. Man weiß es selber nicht. Man weiß es hier selber nicht. Vielleicht fehlst du hier einem auch ganz stark und man steht hier genauso da. Ich weiß es nicht, ja? Ich weiß nicht, was mit mir passiert, denkt sich dein Gegenüber. Es macht hier irgendwie seitdem gar keinen Spaß mehr. Ich blicke hier schon selber nicht mehr durch, seit dieser gefallenen Entscheidung. Dafür können wir das auch nehmen. Und man macht sich hier wirklich einen Kopf, ob man hier sehr viel übersehen hat, was man überhaupt gesehen hat. Das ist so ein bisschen, lasst mich mal jetzt in Ruhe, ja? Hier will auch jemand wieder wirklich nachdenken und sich nicht irritieren lassen. Hier kriegt man schon mit, dass einige Blockaden einfach da sind und wendet sich vielleicht auch von deinen Versuchen, die du gestartet hast, so ein bisschen ab, was du auch nicht auf dich persönlich hier beziehen solltest. So, jetzt gucken wir mal mit dem Kipperblatt, dieses Moderne, mit dieser Entscheidung und den Blockaden. Oder die fällt zu dir hin, dann lese ich sie für dich aus. Oh, da sind drei. Wir haben hier unten bei der Entscheidungs- und den Blockaden die Erwartung, die nicht eingetroffen ist, vielleicht nach der Entscheidung oder wenn man sich endlich mal entscheidet, dass man
hier eine Erwartungshaltung hat. Man hat hier trübe Gedanken und man denkt hier sogar an eine Zusammenkunft. Das ist ja witzig. Also das ist ja wirklich witzig. Ich halte es mal hier oben. Hier geht es um jemanden, der eine Bindungsangst hat und möchte hier eine Zusammenkunft. Oder merkt, hätte ich mal die Zusammenkunft behalten, weil dieser Entscheid oder die bevorstehende Entscheidung, was passiert hier? Ja, hier macht sich jemand wirklich Gedanken über das, was zwischen euch hier passiert ist. Ihr müsstet also getrennt sein. Und hier hat man eine Erwartung. Also das kann auch sein, dass hier tatsächlich jemand wartet, dass ihr so ein bisschen mehr von euch gebt oder hat hier erwartet, dass man unverzichtbar ist und dass ihr noch mehr nachfragt oder bettelt. Vielleicht habt ihr in gewissen Zeiten hier auch schon übertrieben, weil ihr wart ja wirklich mit 10 der Stäbe, kraftraubend, komplett unten. Das vermisst man hier so ein bisschen, ja? Hier fehlt auch wieder die Aufmerksamkeit von dir. Vielleicht hast du es dann irgendwann eingestellt oder derjenige hat euch sogar geblockt oder diejenige, sodass ihr gar keine Chance habt, ranzukommen. Und jetzt merkt man hier ein bisschen selbstverbeutelt, ja? Also das, was man hier alles so nicht wollte, ist jetzt auf einmal mit irgendeiner Entscheidung, die hier gefallen ist, ja, Erwartung, was erwarten wir? Trübe Gedanken, Blockaden, Zusammenkunft, ja, schön, so richtig weiß ich eigentlich nicht, ja, ich muss mal sortieren, was ich hier überhaupt alles falsch wahrgenommen habe, warum ich dich abgestoßen habe, redet dein Gegenüber sozusagen und macht sich jetzt hier Gedanken, lässt alles Revue passieren, ist trotzdem mit den aktuellen Blockaden hier nicht geheilt, eine Bindung einzugehen. Also da würde ich auch wieder gerne ich wollte es gerade sagen, und die ist wirklich hier hingefallen, glaubt mir bitte, das geht nicht von heute auf morgen und Mann, Miranda, der lange Weg ist rausgefallen auf diese Situation. Ich wollte es gerade noch aussprechen. Das wird ein langer Weg werden. Eure Entscheidung, wenn ihr damit abgeschlossen habt, gut, aber du wirst hier hinten raus aus der ganzen Situation definitiv ernten und vielleicht auch die Sichtweise von deinem Gegenüber und dir selbst verstehen, dass es schon fast irre war, dass das funktionieren könnte. Aber hier macht sich aufgrund der Entscheidung dein Gegenüber oder um wen es auch immer geht, jemand Gedanken, wie was gelaufen ist. Das ist hier so der aktuelle Prozess. Nur Blockaden dauert eben wirklich ein langer Weg, bis man das selber hier so versteht und erforscht. Man wird schon merken, dass hier irgendwas nicht stimmt und dass einem was fehlt und die Erwartung, da kommt ja keiner mehr. Ja, jetzt habe ich ja jemand vielleicht blockiert. Man weiß doch, wo ich arbeite zum Beispiel. Treten nicht ein, ja? Da hast du wahrscheinlich deine Stolzgrenze doch gefunden. Und das Rad des Schicksals sagt: Moment, du wirst belohnt. Jetzt kommst du mal wieder hoch. Jetzt zeigen wir dir, was bei dir gemacht werden muss. Und du weißt es für dich ja selbst auch demnach. So, dann haben wir bei dir, oh, die will gar nicht, nee, nicht dein Ernst. Die will gar nicht rein. Die anderen zähle ich jetzt gar nicht mit, die hier rausgeknallt sind. Wenn man lange Fingernägel hat, ist es ein bisschen schwer. Ich liebe es. Ein guter Ausgang in der Liebe. Ja, Mensch. Rat des Schicksals macht. Ich kann beim besten Willen hier nicht sagen, dass es sich um dein Gegenüber handelt, für den du guckst. Es könnte sein, ja? Oder ausgeschlagen wird hier gar nichts. Es könnte sein, aber beachte bitte, Blockaden zu lösen, erstmal zu lösen überhaupt und zu erkennen, dauert einfach lange. Und das heißt wieder für mich, du müsstest hier ewig lange warten und bist vielleicht auch schon im Prozess drin, wo es dir immer besser geht, aber wo du natürlich noch mit einer Schwere zu tun hast. Ein guter Ausgang in der Liebe ist für mich hier eher wirklich ausgerichtet in dein Verdienst. Das, was du gelernt hast aus dieser Verbindung mit diesem Menschen, ist dein Verdienst, was du erntest durch Rat des Schicksals, durch deine ganzen Erkenntnisse hier oben, dass man dir nie wieder Königin der Stäbe Energie rauben wird, dass du erkennst, wann Schluss ist für dich, dass du wirklich vorher die Grenzen und Alarmsignale siehst.
Und dann gibt es dadurch, durch die ganze Lernaufgabe, den guten Ausgang in der Liebe. Auch wenn du das nicht hören möchtest gerade. Da kann ich es mir auch immer vorstellen, boah, will man sowas hören? Ich glaube nicht, ne? Will man sowas hören? Nee. Wenn man noch einem anderen hinterherhinkt. Aber sei einfach stark, ja? Sei einfach stark, dass sich hier jemand einfach nicht sicher ist. Und die Karte fällt auch wieder zu demjenigen. Wir haben hier Diebstahl. Herz geklaut, ja? Vorstellung, Ideen, alles. Deine Ziele. Du fühlst dich hier beraubt durch diesen Menschen. Hier hat jemand wirklich was geklaut. Im Sinne von Gefühlswelt, Emotionen. Du hattest hier wirklich zu tun, dein Geraubtes von deinem Gegenüber hier wiederherzustellen, weil man dir wirklich alle Stäbe hier weggenommen hat mit Königin der Stäbe und Zehn der Stäbe. Du musstest hier durch diese Kummer und Widerwärtigkeiten einfach auch mal in, vielleicht bist du da jetzt wirklich gerade drin in dieser höheren Bewusstseinslage und verstehst, ja, es, Mann, lass uns nicht sauer sein zusammen, sondern davor war es schon, ich habe was nicht verstanden und wollte dich unbedingt haben. Oder ich hätte das bei meinem Gegenüber sehen müssen, diese Unarten, die dort mir auffielen. Warum habe ich das mitgemacht? Hier ist irgendein höheres Bewusstsein am Start, sag ich mal, wo du ganz alleine entscheiden kannst, ist hier noch jemand dabei im Spiel, also liebevoll, oder sagst du dir, nee. Aber dann ist es für dich hinten raus der Lohn, deine Entwicklung. Das Ganze, was du hier investiert hast und auch diese Einsicht vor allen Dingen, ja, hier ist für dich diese Reflexion ganz, ganz wichtig, die du, mit der du am schnellsten hier heilst, dieses höhere Bewusstsein, dieses, was hast du Schattiges mit in die Beziehung gebracht, dass du viele Sachen einfach nicht sehen konntest und dich dadurch blenden lassen hast. Bei dem anderen genauso, wollte nicht richtig auf dich verzichten, aber hat sich vielleicht auch nicht wirklich gegen dich entschieden, war immer so ein, und so hadert man jetzt mit dieser Situation? Das kommt einem wieder rein, ja? Was für ein Tausch oder was für eine Entscheidung oder bis wohin habe ich das getrieben mit dir, ja? Dass du hier Bescheid weißt, hier liegt eine Person, die damit gerade zu tun hat, Blockaden zu erkennen und zu lösen. Und ich glaube, das möchtest du nicht. Es sei denn, hier ist wirklich jemand, der anklopft und sagt, ich weiß, ich brauche Hilfe, würdest du mir bitte helfen? Und dann auch da würde ich es von der Ferne betrachten. Du kannst da sein und helfen. Du kannst empathisch sein, wenn du weißt, das ist wirklich angekurbelt worden von deinem Gegenüber. Wenn es jetzt heftige Blockaden sind. Aber man scheint da hier wirklich eine Bindungsangst zu haben. Man kann sich hier nicht binden. Oder hat es dir wirklich ehrlich gesagt und du hast es leider überhören wollen? Das kann auch sein. Überhören wollen und dann fällt dir zuhören. Oh nein, Mann, das klingt wirklich so, als ob das so heißen soll, du musst zuhören, wenn man was zu dir sagt, ja? Mein Inneres gibt mir einfach so, du warst die Kämpferperson bei euch beiden, wolltest hier nicht aufgeben. Und du hättest hier vielleicht zuhören sollen. Die Signale wurden dir vielleicht schon sehr, sehr früh mitgeteilt und du hast es aber nicht eingesehen, weil du ja gemerkt hast, du kriegst ja auch was zurück, ja, und das hat dir auch vielleicht wieder gereicht. Schaffst du schon, dass ihr zusammenkommt? Und man hat es ja auch irgendwie geschafft, eine schöne Zeit zu verbringen, aber irgendwann war hier das nicht mehr ausreichend, weil man nicht in die richtige Verbindung mit dir gehen konnte. Man konnte hier nicht das geben, was du dir vorgestellt hast oder gewünscht hast. Da bitte Engelbotschaft zuhören und dir ist gleich zu deinem Gegenüber. Was suchst du? Prüfe deine Wünsche. Das ist ja abgefahren. Das passt ja auch wie die Faust aufs Auge. Hier, diese Entscheidung, das fällt hier wieder zurück. Da, wo sich dein Gegenüber befindet oder befunden hat und jetzt sieht, oh, ich habe leere Hände, wo du schon über alle Berge bist. Hier geht's wirklich ab mit gekrümmter Haltung. Was suchst du? Prüfe deine Wünsche. Diese ganzen Blockaden, ja, diese Zusammenkunft und Erwartung. Hier weiß jemand, das ist auch wieder dieses typische Verändern. Na, was ist denn jetzt los? Ja, so, jetzt merke ich, jetzt habe ich aber auch nicht mehr dich als Person. Ja, jetzt fühle ich mich auch nicht besser. So, man hat vielleicht auch immer wieder probiert, in Phasen dich wieder einzuwickeln, um in die Balance zu kriegen, aber irgendwann war es wahrscheinlich so stark, dass du es demjenigen hier nicht mehr einfach gemacht hast und diese
Konfrontation einfach zu doll wurden. Das kann sehr gut sein. Also das wäre für mich jetzt auch passend, was ich dir hier raussenden kann. So, ein Engelbotschaftskärtchen von den Blauen. Wo will sie hin? Zu dir oder zu deinem Gegenüber? Was rät man denn zur allgemeinen Situation? Nur zur allgemeinen Situation. Wir haben hier drei. Eigentlich mag ich das ja gar nicht, ne? Aber wir sind heute mal da drin. Hier sucht jemand Zusammenarbeit. Hingehen, schauen, tun, dein Gegenüber. Und dein Gegenüber auch Wege ab, passt genauso zum Zwei der Stäbe und was suchst du? Prüfe deine Wünsche. Hier kommt Wege ab. Also es ist hier auch mit der Veränderung von der Kipperkarte. Hier ist jemand so unentschlossen in Person, dass du damit wahrscheinlich wirklich das Riesenproblem hattest. All deine Schattenseiten haben dir Angst gemacht, weil jemand hier unentschlossen war. Das war, glaube ich, das größte Problem, was dich hier erwachen lassen hat, wo deine Baustellen sind, die du mit reingebracht hast. Dieses Angst verspüren, Verlust verspüren, Kontrolle, hier kann jemand auf mich verzichten. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, ich habe anderes vielleicht wegen dir aufgegeben. Alles sowas spielt mit rein, wenn es dazu kam. Und du bitte früh genug zuhören und auch für dich in Zukunft ganz genau auf die Worte vielleicht hören, die ein bisschen versteckt sind, aber an sich nicht schlecht, ja? So, und bei dir kommt in der Situation Rat des Schicksals, also du erntest so oder so jetzt eine. Und dann sind wir fertig, ihr Lieben. Beharrlichkeit. Ach, das ist ja süß. Beharrlichkeit. Das ist wirklich, also hier kannst du dich hinsetzen, ja? Du kannst dich mal jetzt zu einer Pause irgendwie begeben. Genieß mal jetzt kurz die Station. Einfach. Du hast dir genug geleistet. Genieß mal kurz Beharrlichkeit. Lass den Ding einfach seinen Lauf, ja? Besser kann man es hier gar nicht beschreiben. Du hast hier auf das, was passiert, egal wie es läuft, kein Einfluss. Du wirst das Ding machen und egal in welche Richtung, wirst du davon profitieren, bei allem, was du hier mitmachen musstest, zur Erkenntnis mitgenommen hast. Aber dein Zuhören ist dir, ich weiß nicht warum, ganz wichtig. Ja, vielleicht grinst ihr selber gerade und habt euch hier so ertappt und habt gedacht, so, ja, das hat man mir ja gesagt, aber ich habe es vielleicht überhört, weil ich kann ja probieren. Wie auch immer, ja, vielleicht wolltet ihr gewisse Sachen nicht hören, aber was auch immer das Zuhören bedeutet, weiterhin ist das eine wichtige Message für dich, dass du vielleicht weniger dein Gefühl regieren lässt für dich, was sagt, okay, Attacke, sondern dass für dich weiterhin, was du aus dem Ganzen gelernt haben solltest oder mitnimmst, das Zuhören. Wenn dir jemand was sagt, dann höre zu und nimm das mit. Und nicht nur, ach, der Quatscher jetzt oder sie quatscht jetzt gerade völligen Frunz. Können wir gar nicht gebrauchen, ja? Also das Zuhören scheint dir hier sehr gelungen zu sein in der Aufarbeitung oder ist auch ein sehr wichtiges Detail, was es dir einfach verhilft, Situationen besser verstehen zu können, damit besser umgehen zu können, ihr Lieben. Wenn du natürlich die Chance dafür kriegst, ne? Das ist ja auch noch immer so eine Sache. Wenn da jemand schreit, dann will man auch nicht zuhören. Aber das war erstmal so das Grundgerüst zwischen dir und deinem Gegenüber, der heute als erstes kam. Bitte nicht verwechseln. Oder ihr habt die Situation wirklich switchen können und habt euch hier erkannt und hier war euer Gegenüber. Aber für mich sage ich, dass das, das war's, das. Guten Tag. Für mich sage ich das ja immer so an, dass ihr hier nicht durcheinander kommt. So, Fazit sind wir dabei. Riecht. Nasenhaare sind auch gleich weg. Ne, riecht gut. Also man riecht wirklich was. Die brennt ja jetzt hier seit 55 Minuten. Ey, sorry, ich weiß nicht, wo die 55 Minuten hin sind. Ich kann mich nicht dran erinnern, was ich die ganze Zeit gesagt habe. War das so viel? Ich komme, also ich habe eigentlich relativ wenig Karten hier auf dem Tisch. Vier, fünf. Fünf Tarot? Naja, ihr habt es ja alle gesehen. Müssen wir ja nicht in die Länge ziehen, ihr Lieben. Mua, mua, bleibt gesund. Bis bald. Danke fürs Zugucken. Tschüssi.